natürlich eine Riesennummer, wenn man nach Abu Dhabi reisen kann und kann ein Motorrad bauen. Wir machen das Ding, was wir wollen und wo wir dahinter stehen. Das wird komplett alles Einzelhandarbeit. Das war erst ein Quadratmeter Blechtafel hier auf der Werkbank gelegen. Den Tank habe ich gebraucht, 1,5 Tage. 4 Rohre, Schweißbrenner und Flex dabei. Felgen hat der Udo gemacht. Es fehlt uns ein bisschen Spaltmaße zwischen Getrieben und hinterem Schutzblech. Muss noch ein bisschen auseinandergeschnitten werden und nochmal neu gemacht werden. Das, der Getriebe ist 1921. Miro muss aus Vollschrotte Getriebe zusammenbauen. Am besten bauen wir selber eine Getriebe. Das hat immer gefressen, der Kolbe scheinbar da drin, ne? Alles abzacht, ist jetzt so. Wir haben das tolle Motorrad jetzt im Laden stehen.